Dank unseres Sponsors Autowelt konnten wir es nun endlich umsetzen, das Hansa Quiz Taxi. Ich sag's doch! Und sie war's! Dämliche iPad schmeißt aus dem Fenster. Hallo Hansa-Fans, in unserer ersten Sendung haben Kolle und Rich ordentlich vorgelegt. 100 Euro für die Kinderkrebshilfe Rostock. Er spielt hier im Quiz-Taxi, sponsert bei Autowelt. Heute wollen unsere beiden Innenverteidiger, Thomas Meissner und Damian Rosbach, mal so richtig zeigen, dass es noch besser geht. Ich bin gespannt, was die beiden wissen. Los geht's. Ich freue mich. Herzlich willkommen hier im Quiz-Taxi. Danke für die Einladung, Ravitz. Macht uns bestimmt sehr viel Spaß heute. 5 richtige haben eure beiden Kollegen gehabt vorhin hier. Das gilt es zu toppen. Ihr kriegt von mir einen 50-50-Joker, ihr kriegt einen Telefon-Joker, ihr kriegt einen Passanten-Joker. Wenn kein Passant da ist, bekommt ihr auch einen zweiten Telefon-Joker gerne. Da könnt ihr euch dann entscheiden spontan. 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200 Euro könnt ihr erspielen für einen guten Zweck. Für wen das sein wird, das verlosen wir hinterher. Und los geht's. Vamos. Frage 1. Kategorie Hansa im Team. Wie ist das aktuelle Durchschnittsalter unseres Profiteams? Ist es A, 25,0? Nicht zu jung. B, 26,0? C, 27,0? Oder D, 28,0 Jahre? Also 25 auf gar keinen Fall. War Sonne noch mit drin? Der ist da mit drin. Ja, trotzdem. Ganz vielleicht noch. Überleg mal, wie viele alte Säcke wir haben. Ja, C oder D würde ich sagen. Ich glaube, 28 ist schon fast zu alt. Ja, dann, sollen wir C machen? Machen wir C. Nehmen wir C. Sicher? Ja. Jürgen. Jürgen. Nehmen wir C, und ja. Und die Antwort ist beim ersten Mal richtig. Vamos. Frage 2. Kategorie Rostock. Was ist kein Ortsteil von Rostock? Ist es A, Reutershagen? Gibt's. Ist es B, Evershagen? Gibt's auch. Ist es C, Lütgenshagen? Oder ist es D, Dietrichshagen? Also A und B geht's auf jeden Fall, das weiß ich. Ich glaube, dass es C ist, aber ich bin mir nicht sicher. Also Dietrichshagen habe ich auch schon gehört. Das habe ich gehört. Ich glaube, das war da. Dietrichshagen hast du gehört? Ja, Richtung Rerik war ich in der ersten Ferienwohnung. Dann kannst du Lütgenshagen. Wie? Lütgenshagen hast du gesagt? Also, wenn du die ersten zwei weißt, ich die ersten bin mir zwei relativ sicher mit D. Gibt's. Ich bin mit D relativ sicher. Gut, dann nehmen wir C. Nehmen wir C wieder. Und die Antwort ist richtig. Das gibt's nicht, Meise. Wie lange bist du in Rostock, ey? Das ist der Vorteil, wenn du keine Wohnung kriegst und dann in Rerik erstmal 45 Minuten zum Training fährst. Dann fährst du an so vielen Sachen vorbei und ja. Nicht schlecht, siehst du mal, hat schon fürs Geld jetzt hier gereicht. Nicht schlecht. Stark. So, das waren aber auch die beiden einfachen Fragen, ne? Ja, wollte ich schon mal sagen. Bestimmt. Frage 3. Kategorie Plattdeutsch. Ach du Scheiße. Was ist Schlackermaschü? Was? Wie wird es geschrieben? Kannst du mal buchstabieren kurz? Krieg gebe ich euch gleich. Was ist Schlackermaschü? Ist es A, ein alter Volkstanz? Ist es B, dummes Gesabbel? Ist es C, Götterspeise? Oder ist es D, ein kaputtes Auto? Volkstanz ist, naja, weiß ich nicht. Das Gesabbel hört sich einfach schon wieder zu perfekt an, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so. Ich glaube nicht, dass es Gesabbel ist. Meinst du nicht? Nein. Schlackermaschü. Das schlackert, Götterspeise schlackert schon. Maschü, aber was ist Maschü? Maschü. Marsch. Ihr habt einen Joker. Kaputtes Auto. Also, wie viele Fragen haben wir? Sagst du? 5, ne? Insgesamt. 7. Und wenn ihr alte Leute findet, die könnten das. Ja, fahr noch mal ein bisschen. Das Pärchen da? Ja, komm, das Pärchen, super. Guten Tag, dürfen wir Sie mal kurz stören? Wir spielen hier mit Hansa Rostock ein Quiz-Taxi-Spiel. Wenn wir jetzt eine Frage bekommen, vielleicht können Sie uns da weiterhelfen. Wären Sie bereit dafür? Sie haben eine Frage. Wir haben eine Frage an Sie, weil wir es leider nicht wissen und Sie sind quasi unser Passanten-Joker. Fragen Sie. Was ist denn Schlackermaschü? Ein alter Volkstanz? Ist das dummes Gesabbel, Götterspeise oder ein kaputtes Auto? Götterspeise. Ja? Super. Super. Woher wissen die das? Schlackermaschü ist so Pudding. Okay. Und so. Woher wissen Sie das? Aha. Können Sie Plattdeutsch? Habe ich doch gedacht, sie ist schlackert. Woher wissen Sie das? Können Sie platt? Ja. Ist ganz wenig. Aber das ist nicht schlecht. Also
Stark. Die Antwort ist richtig. Super. Super, danke schön. Corona Faust. Super, vielen Dank. Schönen Tag. Frage 4. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Schwieriger. Ja. Kommen wir zu schwierigen. Welcher Spieler ist der Rekordtorschütze des FC Hansa Rostock? Ist es A, Rainer Jaros? Ist es B, Enrico Kern? Ist es C, Andreas Baben der Erde? Oder ist es D, Pascal Breyer? Der Reier ist es auf jeden Fall nicht. Hört sich nach 50-50 an irgendwie. Wenn der Reier stehen bleibt, wäre top. Ich meine, wenn der Reier stehen bleibt, ich habe mir mal überlegt, der ist seit 2 oder 3 Jahren da. Der hat niemals mehr Tore als, nie mehr als 30 Tore im Leben nicht. Zwar letztes Jahr oder vor 2 Jahren 15 Buden gemacht. Letztes Jahr hat er dann 6 gemacht. Dann sind wir bei 21. Wie lange ist denn der schon dazu? Da? Ach, Landespokal zählt dazu? Pflichtspieltore. Im Leben nicht. Pflichtspieltore. Oh, okay, dann kannst du mal im Pokal viel getroffen. Wie lange ist denn der hier? 3 Jahre, glaube ich. 2 Jahre. Der ist der Landespokal. Ja, beim Landespokal haben wir die letzten Jahre immer gespielt. Und dann haben die Jungs gesagt, dass er der Pokalbreier ist, deswegen. Wir brauchen sowieso 50-50, oder? Ja, komm, dann hau mal raus. Es fliegen die Antworten B und C raus. Es bleibt wirklich A, D. Da muss es der Reier sein. Von dem Jaros habe ich noch nie was gehört. Es tut mir leid, aber... Dann, das musst du entscheiden jetzt. Ja. Also in der Liga hat er... Auf jeden Fall über 20 Tore, das weiß ich. Wenn es so ein älterer Stürmer ist, der hier 10 Jahre gespielt hat. Oh Mann, das ist so schwierig. Dann sollen wir in unseren Teamkollegen Reier vertrauen? Wenn nicht, geht's auf meine Kappe. Na, alles gut, dann nehmen wir. Komm, dann nehmen wir den Reier. Pascal Breyer hat für den FC Hansa Rostock aktuell 59 Pflichtspieltore gemacht. Rainer Jaros hat für den FC Hansa Rostock 66 Pflichtspieltore. Nein! Aber das ist die Antwort leider falsch. Es waren die beiden mit den meisten Toren. Ja, 59 Tore, ist schon Wahnsinn, ne? Eine Kategorie, wo eure beiden Sportskameraden gnadenlos gescheitert sind. Unsere Pressesprecherin Marit hat für uns oder für euch diese Namen einfach eingesprochen. Leider rückwärts. Ach du Scheiße. Und ihr sollt uns jetzt sagen, um wen geht es? Das Tablet kriegt ihr jetzt nach hinten. Einmal draufklicken, ihr könnt mehrmals draufklicken und den Namen euch mehrmals anhören. Los geht's. Rapsorneimaden. Kannst du mehrfach einspielen. Rapsorneimaden. 30 Sekunden habt ihr. Wir müssen die letzten Buchstaben. Rapsorneimaden. Nein, was? Rapsorneimaden. Rapsor, also mit R. Nochmal. Rapsorneimaden. Du hörst doch ein R, oder? Rapsor. Quasi als ersten. Rapsor. So. Rapsorneimaden. Ist das Rapsor? Rapsor. Was ist denn dein Nachname? Nein. Das wäre noch was. Rapsorneimaden. Das ist nicht einfach, ne? Rapsorneimaden. Lass mal durchgehen. Markus Kolke, Ben Voll, Luis Klatte. Auf gar keinen Fall. Nee. Apfel, Julian Riedel. Rapsorneimaden. 10 Sekunden. Rapsorneimaden. Jetzt möchte ich die Antwort wieder haben. Sag was, ich weiß es nicht. Ich bin komplett verloren. Wenn ihr nichts wisst, könnt ihr auch keine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Dann sagen wir... Meise sagt jetzt was? Ich sage jetzt was. Ich bin überfordert. Komm, wir wissen nichts. Dann einmal weiterklicken und dann müsst ihr Auflösung bleiben. Damian Rosbach. Ich sag's doch! Ich sag's doch, Alter! Mit R, ich sag's doch noch, Alter! Warum sagst du? Ich sag doch Roh! Was ist mit Roh? Und du sagst, dann frage ich dich noch, sagst du niemals. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Damian Rosbach. Ach, das ist peinlich. Ey, ich sag's noch. Du musst doch wissen, dein Name. Ja, stimmt. Rückwärts. Stimmt. Meine Frau sagt auch immer rückwärts den Namen. Ist ja richtig. Nein, die sagt auch immer Thomas genau. Ist Samut. Das genau. Weiß man einfach. Du weißt doch dein irgendwas das rückwärts. Weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch nicht. Ich frag dich noch mit Rosbach. Sag's dann. Aber warum sagst du es dann nicht, wenn du dir so sicher bist? Warum sagst du nicht? Du sagst, du safe nächste, nicht. Komm, nächste Frage. Nächste Frage bitte. Das ist ja Wahnsinn, ehrlich. Hier, Scheiße. Nee, ihr kriegt ja noch einen Namen, es ist ja noch einer drauf. Oh, Scheiße. Eine Chance habt ihr ja noch. Noch lange Irrnatz. Irrnatz. Noch lange Irrnatz. Willst du
willst du mich verarschen? Ja, komm, ich steig aus, ich hab keinen Bock mehr. Also das erste Wort ist ja eine Frechheit. Laslonje. Was? Warte nochmal. Ich muss ja umgekehrt. Irnatz? Irnatz? Was? Nachts. Noch 10 Sekunden. Ach. Irnatz. Sanri? Was? Sanri? Halt irgendwas Sanri? Ich kenne jeden Sanri in unserer Mannschaft. Also. Mama. Acht. Laslonje Irnatz. Mit I. Fünf. Vorname mit I. Laslonje. Du bist schon dicht dran. 3, 2. Ja, Svante Ingelsson. Jawohl, er hat Svante Ingelsson. Auf den letzten Metern. Oh mein Gott, stark. Das ist stark. Hier, nimm dieses dämliche iPad und schmeiß es aus dem Fenster. Warum sage ich nicht Rosbach? Sag halt was, du Idiot, ja. Meister, Alter. Mann. Zwei Fragen haben wir noch, oder? Ja, und einen Joker. So, und den werdet ihr jetzt brauchen. Brauchen. Gar keinen Fall. Doch, da habe ich nämlich was richtig Gutes rausgeholt. Frage 6. Welches bis jetzt gut gehütete Geheimnis verbirgt unser Physiotherapeut Frank Scheller? A. Er hat früher als Fahrlehrer gearbeitet. B. Er ist Mitinhaber eines weltweit erfolgreichen Patentes im Sportgerätebereich. C. Er hat den schwarzen Gürtel im Judo. Oder D. Er ist der Großcousin von Jens Hertel. Ich glaube, das weiß ich. Ich glaube, es ist Judo. Also er schaut auf jeden Fall richtig fit aus. Also ich glaube, dass es Judo ist. Was waren die ersten zwei Möglichkeiten nochmal? Fahrlehrer gearbeitet, als bevor er Physiotherapeut und wurde. Und dass er irgendwo er Investor Patent, ist bei mir. Er ist ja eine größere Maschine als wir alle zusammen. Ja. Deswegen. Aber nur deswegen oder was du gehört hast? Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo aufgeschnappt. Wenn du das schon mal gehört hast, sowas. Wenn du schon ich mal ich glaube, dass ich es irgendwo schon mal aufgeschnappt habe. Auf, dann nimm was. Sicher? Jetzt vertraue ich dir mehr als mit einem Brei. Sicher? Ey. Also Fahrlehrer und Jens Hertel auf gar keinen Fall. Patent? Ja, wie gesagt, das Sportgerät? Das ist ja ein Geheimnis. Ja, komm, also, dann lass uns den Judo-Gürtel nehmen. Also, eure Antwort ist, Rossi? C, Judo. Schwarzer Gürtel im Judo. Die Antwort ist richtig. Ja! Stark. Wieder wettgemacht, den Fehler. So, letzte Frage, Jungs. Jetzt haben wir noch einen Joker auch noch. Ist die Geschichte wahr oder ausgedacht? Im WM-Viertelfinale 1966 zwischen England und Argentinien zeigte der Schiedsrichter dem Argentinier Antonio Ratin die rote Karte. Doch Ratin weigerte sich, das Spielfeld zu verlassen. Nach einigen Minuten rief der Schiedsrichter die Polizei, die den Spieler abführte. Doch davon nicht genug. Während der Spieler abgeführt wurde, wurde er von den Zuschauern mit Schokoriegeln beschmissen. Er hob sie auf und aß sie alle auf. Stimmt die Geschichte? Darf ich mal die Frage haben? Stimmt die Geschichte oder habe ich mir das alles komplett ausgedacht? Das hört sich schon geil an. Ich meine, es wurden ja schon mal Leute beschmissen, die haben dann haben das dann getrunken oder sogar gegessen, ne? Auch in der neueren Zeit schon. Aber ich denke mal, wenn der abgeführt worden ist, dann so viel Zeit hatte der da nicht, oder? Doch hat den Weiß nach einigen wurde die. Schon wenn der abgeführt wird und abgeworfen. Aber wer wird denn von der Polizei abgeführt vom Spiel? Das haben wir noch nie gesehen. Noch nie. Also wüsstet ihr einen, der viel Fußballwissen hat, der sagt, das ist totaler Unsinn? Oder ja, da stimmt, erinnere ich mich dran. Weiß 1966. Ja, sowas. Wer weiß unnützes Fußballwissen? Das ist oder? Ja nicht das mal zu. Das sind ja uns so. Also, unsere Eltern jung, da waren es Kinder. Das wissen ja nicht mal unsere Eltern. Wie du sagst, das ist schon krass. Der Schiri sagt, ich rufe jetzt die Polizei an, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Meinst du Ronny oder Ronny weiß das? Wir brauchen einen älteren Herrn auf jeden Fall. Mein Schwiegervater könnte es auch wissen. Na dann, los, Rossi. Damian! Hi Manfred, du! Ich brauch deine Hilfe. Deine Hilfe. Ich bin so nervös. Wir sind gerade im Quiz-Taxi unterwegs mit Hansa Rostock. Und du bist jetzt unser Telefonjoker. Wir haben jetzt hier nämlich eine Aussage stehen und brauchen deine Hilfe. Ob das wahr oder die Unwahrheit ist. Ich lese es dir mal vor, ja? Hast du schon mal gehört? Nein, hab ich schon nicht gehört. Oh nein. England-Argentinien. Hast du. Das war 1966. Mhm. Nee, ich weiß nicht, aber ich würde die Argentinier, die waren damals schon sehr aggressiv.
Ja? Ich würde sagen, das stimmt, ja. Ja? Meinst du wirklich? Vielleicht ist mal das mit dem Plus zu früher, dass die Polizei nicht. Noch eine Frage, Manfred. War das gang und gäbe, dass die Spieler von der Polizei abgeführt wurden? Die Polizei war dabei gewesen, ja. Okay. Also sagst du, das könnte sogar zutreffen? Das könnte zutreffen, ja. Okay, Manfred, dann vielen Dank, dann danke ich dir. Und dann kannst du mal Bescheid sagen, ne? Ja, ich rufe dich später an. Aber er hat natürlich gesagt, ihr könnt es euch vorstellen, ne? In Argentinien, dass die aggressiv waren. Das war geil. Aber ich würde fast Nein sagen. Also ich würde auch Nein sagen. Komm, dann sagen wir Nein. Okay, eure Antwort ist Nein. Jetzt? Stimmt nee, nicht. Stimmt nicht. Und diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Es stimmt. Genauso ist es passiert. Kann nicht wahr sein. Dein Schwiegervater sagt dir die richtige Antwort. Oh nein, Manfred, das tut mir leid. Manfred, das tut mir leid. Rossi, du kannst nie wieder nach Hause zu seinem Schwiegervater gehen. Und genau in diesem Augenblick fahren wir vom Ostseestadion vor und Rossi hat sich gegen seinen Schwiegervater. Ich kann es mir nicht vorstellen, nee, wirklich nicht. Ich auch nicht. Weißt du, was deine Frau heute Abend mit dir macht? Die köpft mich. Erst erkennst du deinen Namen nicht und dann Rossi. Komm, ich gehe jetzt raus, ich habe keine Lust mehr. Vielen Dank, jetzt müssen wir noch einmal losen. Wer denn das Geld? Okay. So bitter, ey. So, und wir schauen mal, wo die 100 Euro hingehen. Plus? An die Straßenzeitung Strohhalm. Straßenzeitung Strohhalm, die älteste Straßenzeitung Deutschlands, wo Menschen wieder zurück ins Leben kommen, wenn sie diese Zeitung verkaufen und 60 Cent zusätzlich kriegen als Lohn. Ja, und 100 Euro plus die 50 Euro, die die Spieler eben draufgelegt haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Und das Geld wird überwiesen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Danke, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Mal sehen, wie dein Schwiegervater und deine Frau reagieren, Rossi. Ne? Schauen so, wir mal. Komme ich morgen nicht. Wir werden komm sehen. Ich morgen nicht. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen, beim Mitraten und auch beim Mitlachen. Und wir freuen uns dann bald, dass ihr wieder hier mit dabei seid. Oh, Ronny Tiedemann, ne? Ja. Das letzte Wort noch nicht gesprochen, dass er nicht ans Telefon geht. Also. Bei dir wäre er drangegangen, du weißt aber nicht, dass ich. Wir haben es extra nicht gemacht, dass ich angehe, was ein bisschen zu. Gut. Also, ihr seht, hier geworden. Besteht noch intern Klärungsbedarf. Also, bis bald von dieser Stelle beim nächsten Quiz-Taxi. Ciao. Ciao.